Laura Lindemann, herzlichen Glückwunsch zu Bronze bei der Heim-WM hier in Hamburg. Hättest du durch den Verlauf der vergangenen Monate überhaupt gedacht, dass 2020 noch so ein großes sportliches Highlight für dich bereithalten könnte? Ja, zwischenzeitlich hat man ja wirklich ein bisschen den Mut verloren und hat gedacht, dieses Jahr kommt gar nichts mehr. Und ja, dann nochmal hier die WM zu haben, war wirklich ein schönes Ereignis und cool, dass es auch am Ende geklappt hat, ja. Wie war es für dich vor dem Rennen? Man weiß ja einfach dieses Jahr nicht so ein bisschen oder eigentlich gar nicht, wie die Konkurrenz drauf ist, wo alle stehen. Man hat keine direkten Vergleiche, höchstens mal Einblicke in Laufwettkämpfe, Trainingsdaten, wenn man überhaupt sich damit beschäftigt hat. Was war deine Erwartungshaltung, bevor du hier an den Start gegangen bist? Ja, davor konnte man, ja, wie schon gesagt, gar nicht wirklich viel sagen über die Konkurrenz. Und ich bin eher so, ja, ein bisschen offen in das Rennen reingegangen, habe gesagt, okay, ich weiß nicht, wie wer drauf ist, ich gebe einfach mein Bestes für mich und schau, wie es um mich herum aussieht. Man hat an der Strecke gehört von den wenigen Betreuern, die heute da waren und überhaupt was reinrufen konnten und betreuen konnten. Zwischenzeitlich auf der Laufstrecke wurde dir zugerufen, du sollst Risiko eingehen, weil es gibt heute nichts zu verlieren. Es ist eine Weltmeisterschaft, es ist kein Teil einer Serie. Hast du das im Vorfeld auch schon so empfunden? Hat das was geändert, dass dir das zwischenzeitlich gesagt wurde? Wie sah das vorher bei dir aus? Ja, also im Prinzip versuchen wir ja auch bei der Serie jedes Rennen so gut wie möglich zu machen oder zumindest ist das immer mein Ziel und von daher hat es jetzt nicht so den großen Unterschied gemacht. Also ich hätte so oder so versucht, so weit wie möglich vorne zu finishen und was heißt Risiko eingegangen? Also ich bin auf jeden Fall alles, was geht, gelaufen und ja, bin sehr glücklich, dass die Medaille rausgekommen ist. Es sah im Rennverlauf so aus, als wäre ziemlich aggressiv Rad gefahren worden. Also die Gruppe ist immer kleiner geworden, ihr konntet euch absetzen, du bist immer dran geblieben, man hat dich auch mal vorn gesehen. War das wirklich so oder hat einfach hinten irgendwer bei einer der vielen Wänden nicht aufgepasst und abreißen lassen? Wie war es beim Radfahren? Ja, es war schon sehr, sehr anstrengend beim Radfahren. Also eigentlich vor allem auf der ersten Hälfte des Radfahrens war nach jedem Wendepunkt ein harter Antritt, wo man echt aufpassen musste, dass man nicht zu weit hinten ist, nicht hinter jemanden ist, der eine Lücke reißen lässt und ja, immer so weit wie möglich nach vorne zu fahren und ja, die ganze Zeit war das Radfahren schon sehr, sehr hart, ja. Es sah so aus, als wenn du dich da auf jeden Fall taktisch sehr klug verhalten hättest. Dann war es so beim zweiten Wechsel, kurz vorm Laufen, bist du in, ich glaube, 7. bis 9. Position, relativ weit hinten hast du gewechselt. Da hast du dann insgesamt 4 Sekunden verloren. Hast du dich selbst in dem Moment darüber geärgert oder das in der Phase erstmal ausgeblendet? Ja, also der zweite Wechsel, den habe ich so insgesamt ziemlich verhauen. Also ja, war nicht weit genug vorne, ich bin nicht weit genug vorne reingefahren und dann auch generell das Schuhe anziehen hat viel zu lange gedauert. Da habe ich mich schon drüber geärgert, aber ich wusste auch von den vergangenen Jahren, dass ich auch aus einer schlechten Position aus noch was Gutes machen kann und ja, das hat mir dann eigentlich so Mut gegeben für den Lauf. Im Lauf hast du dann schnell ein paar Plätze gut gemacht. Zwischenzeitlich, was war deine Erwartungshaltung, wie weit es noch nach vorne gehen kann? Ja, da hatte ich nicht viel Zeit zu rechnen. Also ich habe einfach alles gegeben beim Lauf, habe so viele eingeholt, wie es ging und bin so weit wie möglich nach vorne gelaufen, ja. Ist es ein kleiner Wermutstropfen, wenn man jetzt hier einläuft, Platz 3 belegt und ja, quasi keine Zuschauer da sind, zu Hause? Ja, klar, es ist ein bisschen schade, aber gut, die Zeit ist halt gerade im Moment so und ich bin überhaupt froh, dass ein Wettkampf stattfinden kann. Also von daher denke ich, war das schon eine gute Sache. Wie wird es jetzt noch in diesem Jahr für dich weitergehen? Nächste Woche steht noch ein Weltcuprennen in Karlsbad an und danach mal sehen. Alles klar, dann wünschen wir viel Glück dabei, gute Erholung und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.